Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es schon wie angekündigt das ProTube-Montagevideo. Und wie ihr seht, ich habe es geschafft. Ich habe den ProTube zusammengebaut und bin echt gespannt, wenn ich das erste Mal zocke. Ich werde den natürlich noch vernünftig einrichten müssen. Aber er ist erstmal zusammengebaut, das ist erstmal das Wichtigste. Ich habe auch nicht viel übrig gelassen, das seht ihr aber am Ende des Videos. Also ich würde sagen, wir gehen zum Aufbautisch und viel Spaß. Okay Leute, kommen wir zum Aufbau. Ich wollte es so kurz wie möglich halten, deshalb habe ich schon mal alles ausgepackt. Das ist Tüte 1 und das sind die Komponenten, die wir jetzt brauchen. Ich hoffe, es fehlt jetzt nichts. Und fangen wir direkt mal an. Also Step 1. Man muss sich hier diesen Ring nehmen. Schiebt dann hier diese kleine, ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Das muss man auf jeden Fall hier zwischenschieben. Man merkt, da ist so eine kleine Nut, da rastet das so ein bisschen ein. Dann kann man das hier rüberschieben. So. So, und dann steht da schon, wir sollen hier diese Teile drauf machen. Das machen wir auch jetzt mal. So, bis zum Anschlag. So, dann sollen wir den schon mal festziehen. Das machen wir jetzt. Da muss man schon kräftig drehen, weil das so eine sichernde Schraube ist. Da ist so eine Dichtung zwischen. Selbstsichernd. Also ich hoffe, das ist jetzt auch gut so. Dann kommt das andere auf die entgegengesetzte Seite. So. Auch wieder festdrehen. Da muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden. So. So, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ansonsten muss man das nachher noch ein bisschen, also man kann es trotzdem noch bewegen. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich ziehe noch mal ein bisschen fester. So, okay, dann haben wir den ersten Schritt schon mal geschafft. So, jetzt steht da die Schraube hier, wie wir hier jetzt sehen. Da muss erstmal so ein Dichtungs-O-Ring zwischen. Und das soll dann hier zwischen. Ich gehe mal davon aus, dass das hier zwischen soll. So. Okay. Aber wir haben einen kleinen Schritt vergessen. Man soll hier noch ein bisschen einölen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für beide Seiten gilt, aber machen wir einfach mal. Ich denke schon, dass das später auch drauf muss. So. Okay. Dann haben wir den nächsten Punkt. Die kommt hier drauf. Das heißt aber auch, wir müssen hier wieder ölen. Dann kann man die hier drauflegen. Oh, das heißt drauflegen. Wir müssen die schon ein bisschen. Ich kann den natürlich auch ja ein bisschen drehen. So. Ist schon ölig, man merkt's. So, dann haben wir jetzt noch eine Mutter und einen O-Ring, wie wir hier sehen. Soll das noch dazwischen? Ich drehe mir das mal so, wie das auf dem Bild ist, dann können wir auch eigentlich nichts falsch machen. Also es ist jetzt nicht ganz ersichtlich, ob der O-Ring so mit rein soll oder erstmal hier drauf soll. Sozusagen so. Ne, das doch muss oben rein. Das sieht man auf dem nächsten Bild hier. Also man kann sich ja schnell vertun. Boah.
Jetzt rutsche ich schon alles. So. Das wäre es. Dann muss man nur noch festdrehen. Ist immer so eine Sache, wie fest muss ich irgendwas ziehen, bevor es kaputt geht. Man sagt ja immer so, nach fest kommt lose. Okay, lassen wir erstmal so festziehen, können wir es immer noch, wenn irgendwas lose ist. Ich würde sagen, den ersten Teil haben wir hiermit erledigt. Hat schon mal gut geklappt und kommen wir zum Part 2. Okay, fangen wir an mit Part 2. Hier ist alles schon ausgepackt und ja, hier steht als erstes, wir sollen hier Öl drauf machen, das habe ich gerade schon getan. Und dann sollen wir uns die 20 mm Schraube nehmen und einen O-Ring. Das mache ich jetzt hier mal. Dann sollen wir uns das Teil hier nehmen, 20 mm Schraube hier rein, so. Und dann sollen wir uns hier die Scheibe nehmen, auch wieder Öl dran. Das habe ich aber auch schon gemacht, weil ich gerade mal ein bisschen probiert habe. So. Okay. Jetzt soll das da drauf. So. Ich hoffe, ich kann es genau einfangen. Und jetzt soll eine Mutter und eine O-Scheibe wieder dazwischen. Also O-Scheibe rein. Und die Mutter drauf. So. Lass mal fest. Steht da überall, man soll aufpassen, dass man nicht zu fest zieht. Das ist natürlich, muss man ein bisschen Gefühl haben. Also da auf dem Bild ist das ein bisschen abgewinkelt, dann machen wir das auch mal ein bisschen abgewinkelt. So. So, jetzt sollen wir die Schraube hier an dem Teil wieder lösen. Also die war vorher schon fest. Na komm. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das Bild ist jetzt so gemacht. Wir sollen Set the Hex Washer on the T-Notched. Also ich denke, dass das Ding hier gemeint ist. Die sollen wir jetzt hier drauf drücken. Vorher aber ein bisschen Öl dran. Jetzt muss ich mir das nochmal abmachen. War sehr klug. So, machen wir mal kurz ein bisschen Öl dran. Ich weiß nicht warum, aber hätte sein können, dass es dann einfacher drauf geht. Dann hätte ich mir das sparen können. So. Attach the butterfly with the hex screw. Then screw the butterfly screw with a nut. On the other side. Aha. Okay, also nehmen wir uns jetzt die Schraube hier. Machen die drauf. Das weiß ich nicht jetzt. Warte mal. Schon mal ganz kurz gucken. Wir haben noch zwei O-Ringe. Muss da jetzt ein O-Ring zwischen oder nicht? Wird hier nicht so wirklich angezeigt. Nö. Also lassen wir es erstmal. Notfalls mache ich die dann später nochmal ab und mache einen O-Ring dazwischen.
Na. Man will nicht so recht. Ups. Warum will er jetzt nicht? Doch, jetzt. Jetzt hat er gepackt. Ja. Okay. Slide the medium tube into the T-notch connection. Ah, okay. So, erstmal das da hier dran machen. Festmachen. So, wie gesagt, immer vorsichtig sein. Und dann sollen wir das hier drüber. Na komm. So. Das Rohr ist jetzt dazwischen. Natürlich sollte das zur anderen Seite. Jetzt mache ich das nochmal lose. So, ich glaube, jetzt zeigt es auch in die richtige Richtung, so wie es sein sollte. So, jetzt kommt das wieder entgegengesetzt drauf. Bestimmt nachher noch was nachjustieren. Da bin ich ganz sicher. Aber erstmal, dass wir es grob zusammen haben. Und dann kann man immer noch schauen. So. Ein bisschen Metallspäne hier auf dem Blatt liegen. Ich mal kurz weg. So. Jetzt haben wir hier noch eine Mutter. Eine Schraube und zwei Dichtungen. Apply some oil all around the external notches of the rear side. Also hier. Machen wir das mal. So, dann drehen wir das Blatt mal. Oder ne, das ist Blatt 1. So, das können wir erstmal wegpacken. Jetzt haben wir hier. Das ist noch immer 2. So, jetzt steht hier. Place one O-ring on the 18mm Screw. 18mm Screw war hier die. Mit dem O-Ring. Zack. So, jetzt muss ich kurz schauen. Ob das jetzt so richtig ist. Ich muss mal ganz kurz genauer schauen. Ja, der soll jetzt hier durch. Und kann man schlecht erkennen. So, ja, so sollte das jetzt drauf. Ob es dann wirklich so richtig ist, hoffe ich mal. So, jetzt soll da wieder O-Ring und eine Mutter zwischen. So, dann schrauben wir das Ganze wieder fest. So, auch noch nicht zu fest machen. Das wäre Step 2. Okay Leute, Step 3. Wir sollen hier die Schmetterlingsschrauben zusammensetzen, das haben wir jetzt hier schon gemacht, oder das habe ich gerade schon ein bisschen vorbereitet. Dann sollen wir ein bisschen Öl hier dran machen, das habe ich auch gerade schon gemacht. So, okay, jetzt kommt der knifflige Teil. Wir sollen hier diese Platte nehmen. Die hat eine glatte Seite und eine ja, geschrubbelte Seite, sage ich mal. Die müssen wir hier draufsetzen. Dann soll hier unser Halter drauf.
Das, was gerade gepoltert hat, war meine Katze. So, und dann sollen wir uns eine Schmetterlingsschraube nehmen. Hier dran setzen. Ja, so eine Sache. Kriegen wir die Scheibe da drauf vernünftig. So. So, jetzt müssen wir uns eine Mutter nehmen. Setzen die hier drauf und müssen mal gucken, ob wir die festgeschraubt kriegen. Und es kann sein, dass gleich eine Katze durchs Bild läuft. Ja. Das war schon fast klar. So, ich muss mal ein bisschen fester ziehen. Ich hoffe, es ist auch so richtig. Aber ich denke schon. So, noch nicht zu fest ziehen, weil wir müssen das gleich auf die längere Stange drauf machen. So, jetzt machen wir das auch da drauf. Da dann auch wieder eine Mutter rein. Dauert ein bisschen, bis das packt, aber wenn er einmal gepackt ist, dann klappt es eigentlich ganz gut. So, haben wir irgendwas übersehen? Aber wir sollen das Teil jetzt auf die größere Stange schieben. Und welchen Teil am Anfang kann man jetzt nicht sehen, weil ihr seht, hier ist ein Stopfen drauf, hier nicht. Aber ich gehe davon aus, dass der so drauf muss. Würde Sinn ergeben, wenn das das Ende ist. So, das haben wir. Jetzt müssen wir wieder uns hier dieses Ding schnappen, was wir am Anfang schon hatten. Das schieben wir jetzt wieder hier drauf. Ich mache es vorher schon mal ein bisschen dran. Das ist einfacher drüber zu ziehen. So. Wie ihr seht, ist jetzt so drauf. Jetzt sollen wir uns wieder hier das Teil nehmen, den wieder ranschieben. Ich weiß nicht, für was das ist, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall müssen wir es drüber machen und dann festziehen, ne? Mal gar nicht so schlecht aus. So, jetzt kommt der Rest. Place one O-ring on the 20 mm screw. Jetzt müssen wir das Ganze zusammensetzen. Jetzt muss ich mal ganz kurz messen, welche die 20 mm Schraube ist, weil wir haben auch noch eine 18er. Okay, das ist die 20er hier. Die längere, das ist eine 18er. Zum Vergleich. Ich vermute, das ist die ich eben hier, ich glaube, hier abmontiert habe oder irgendwo habe ich die abmontiert. Werden wir wahrscheinlich jetzt nicht brauchen. So, das macht man ein bisschen fester, dass es nicht die ganze Zeit hin und her schlackt. So, jetzt wollen wir das irgendwie zusammenbauen. Ich gehe mal davon aus, dass das so kommt. Jetzt nehmen wir uns die Schraube. Ist das egal wie rum? Ja. Wir haben auf beiden Seiten so einen Einsatz für die Mutter reinzusetzen. Von daher wird das wahrscheinlich auch egal sein. So, jetzt wollen wir das festmachen. Auch wieder mit einem O-Ring. Machen wir O-Ring drauf. So, nochmal kurz dran setzen. Ja, nicht ganz einfach. Der O-Ring will nicht so recht. Ich schieb den mal ein bisschen nach. So, jetzt hat er verloren.
So. Hier ist so abgewinkelt aufgezeichnet. So, jetzt haben wir das. Ja, das war es eigentlich, aber wir haben jetzt hier zwei übrig. Gut, die habe ich eben abmontiert. Da brauchten wir eine andere für. Warum wir jetzt davon zu viel haben, weiß ich nicht. Aber sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich packe die jetzt nochmal auseinander. Wir werden das wahrscheinlich jetzt noch alles anpassen müssen. So, der wird jetzt noch umgeklappt und dann kann man das anpassen, wie man will. Also sieht schon mal ganz gut aus. Man muss halt nur gucken. Der wird von der Seite. Der wird von der anderen Seite. Ich hoffe, ich habe nichts vertauscht oder man kann was vertauschen, weiß ich nicht. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil das von den Bildern her alles so passte. Ich schau mal ganz kurz, was wir noch haben. Ja, wir haben noch das Teil hier. Da steht jetzt, dass man da den Inbus-Schlüssel zwischenstecken kann. Wenn es denn gehen würde. Oder meine ich den kleinen, aber den kleinen haben wir überhaupt nicht gebraucht. Ich weiß nicht, für was der ist. Der geht wahrscheinlich mit viel Gewalt da durch und dann kann man den hier anstecken. Aber ich lasse das erstmal, ich tue den zur Seite. Brauche ich jetzt nicht. Mir macht das eher mehr Sorgen. Warum habe ich die jetzt nicht? Aber sollte schon passen. Wir haben nichts übersehen. Sieht alles gut aus. Ja, dann kann es bald losgehen mit dem Test. Ah ja, die sind noch die Unbekannte. Keine Ahnung, wo die hin sollen. Werden wir aber auch noch rausfinden. So. Ja, ich hoffe, euch hat das Montagevideo gefallen und ich konnte euch ein bisschen zeigen, wie es funktioniert. Ich bin ja selber ein bisschen planlos gewesen, aber mit den Bildern und so weiter passt eigentlich, man kriegt es auf jeden Fall zusammen und ich bin gespannt, wie das Teil ist. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, haut ein Like raus, ein Abo würde ich mich echt drüber freuen und ja, Dankeschön fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao.